Dies sind die Abenteuer von der Game Vision 2. Da eins immer noch zerstört ist und Gott hat sie selig. Aber es ist ja üblich, immer wieder neue Raumschiffe loszuschicken, wie bei der Enterprise. Da gibt es ja auch mehrere. Und wir sind jetzt auf dem Weg zum The Last Stand. Hört sich schon dramatisch an. Ist aber der allerletzte Sektor auf dem Weg dieses Endlos-Questes eigentlich. Ja, ich bin jetzt bei der Föderationsflotte angeflossen. Angekommen. Aha. Ich erzähle meine Mission jetzt ihm, während er sagt, ah, wer sind sie überhaupt? Was wollen sie hier von mir? Ich kenne sie nicht. Ich kenne dich vom Sport, ich kenne dich nicht. Okay. Aha, man muss das Flaggschiff der Rebellen zerstören und sie werden jeden Moment hier sein. Und ich habe immer noch beschädigte Systeme. Aber da sie jeden Moment hier sind, habe ich wohl keine Chance mehr irgendwas einzukaufen und werde dementsprechend jetzt mein Schiff auf den Endkampf festlegen müssen. Ich glaube, ich bin mit dem Höhenlaser einfach besser dran. Vier Sekunden. Repair Speed is doubled, Movement, half Repair Speed, Double Damage in Combat. Hier sieht man übrigens, dass jedes Crewman eine gewisse Fähigkeit hat. Dementsprechend, welcher Rasse sie angehören. Deshalb kann man mal hoffen, dass mit den neuen Add-ons hier auch neue Sachen kommen. Ja, ein mehr Waffe bringt mir ja nichts. Ja, Speed könnte mir im Dodging noch was bringen. Zwei Schilde bringt mir natürlich auch was. Mehr Power geht ja nicht. Da nehme ich Heilung anstatt Lebenserhaltungssysteme. Ach so. Ah. Ich muss jetzt das Flaggschiff zerstören. Bevor es zur Basis kommt. Aber hier gibt es noch Repair Stations anscheinend. Aha. Gucken wir mal, was wir noch so finden auf dem Weg. Ach, euer Traum einer besseren Galaxie, den wollt ihr das dann verkaufen? Ja, was wäre das Optimale? Ihr werdet auf jeden Fall jetzt rüber teleportieren. Und ihr bleibt da, wo ihr hingehört, nämlich hier in die Ecke. Mir ist mal aufgefallen, dass der Hauptnachteil des Schiffes eigentlich nur ist, oh, habe ich direkt ordentlich einen ins Genick bekommen. Ah, sehr gut. Einer geht da unten dran, einer macht Waffensystem reparieren. Na los. Das ist jetzt nicht das Schlimmste. Vor allem werde ich jetzt als nächstes eine Rakete auf ihn abfeuern. Ah, und ich verliere so viel Hülle. Ach, das war sowas von klar. Wenigstens habe ich das Waffensystem getroffen.
Naja, er auch meins. Vor allem trifft er immer. Ich brauche mal eine Verteidigungsdrohne. Repariert das Schiff schneller. Oh, ich habe sie getroffen. Gott sei Dank. So, und jetzt können wir auch vernünftig mal timen. Die Schilde habe ich erstmal wieder beschädigt. Kassiere jetzt natürlich erstmal wieder Treffer. Genau, Feuer frei. Komm. Mach ihn platt. Ein Treffer. Also bitte. Reparatur fertig. Rüber mit euch. Vor allem, ich könnte 5-mal treffen mit dem Laser. Ne, das sehe ich nicht ein. Euch schieße ich vom Himmel. Ihr habt mir so viel Schaden zugefügt. Das ist mich gar nicht gut. Eins, zwei. Ah, ich flieg direkt zum Repair erstmal. Mal gucken, was es hier gibt für mich. So. Eine Space Station. This Repair Drohne brauche ich nicht. Crew Teleporter brauche ich eigentlich auch nicht. Cloak ist jetzt doof. Jetzt noch irgendwas zu reparieren. Kann noch Drohnen holen. Aber jetzt muss ich auf jeden Fall zurück. Und schauen. Kann ich nicht warten? Ja, ach, ich müsste es genau da treffen. Ja, muss ich versuchen, jetzt dahin zu kommen. Hinten sieht man, dass sich die Flotten schon gegeneinander aufbauen. Das finde ich ja ganz witzig. Ich habe auf jeden Fall Zeit, hier mal anzugreifen. Greifen wir mal die Lebenserhaltungssysteme an. Ach, wie schön, dass ich hier von der Drohne von denen angegriffen werde. Warum feuert meine Drohne eigentlich nicht auf den, sondern nur ihre Drohne auf mich? Egal. Die Lebenserhaltung kriegt auf jeden Fall was ab. Na komm. Nehmen die Schilde außer Betrieb. Da, Treffer. Lebenserhaltung. Und meine Drohnen machen den Rest. Wenn ich natürlich hier ausweichen muss. Und mein Schildoffizier ist immer noch nicht das Beste in seinem... in seiner Arbeit. Er ist schon gut, aber er ist nicht der Beste. Feuer frei, Feuer frei, Feuer frei. Sehr gut. Jetzt sehen wir schon, dass die ein Problem haben, den Sauerstoffgehalt zu erhöhen.
Was dem Spiel eigentlich fehlt, ist, dass man feindliche Schiffe noch übernehmen kann. Aber vielleicht kommt das in einem späteren Update. Indie-Entwickler sind ja schon eigentlich recht ordentlich dabei, ihre Spiele immer weiter zu verbessern. Na, wirst du? Sind alle Drohnen aktiv? Ich krieg aber nichts. Ah, jetzt habe ich Feuer ausgelöst. Sehr gut. Gleich fehlt ihnen der Sauerstoff. Ich hoffe, dass ich das feindliche Schiff gleich jetzt überhaupt angreifen kann. Kriegen wir nochmal ein bisschen Scrap. Mal sehen, wofür wir es noch einsetzen können. Ja, ist eine gute Idee wegen dem Dodge. Aber sonst habe ich vergessen, all den Kram hier zu verkaufen. Fällt mir gerade so ein. Aber was soll's. So ist das dann halt. Ich glaube, ich kann das Spiel nicht mehr gewinnen. Ja, du bist mächtiger Gegner. Aber nicht mehr lang. Ich werde mich schön wieder alle Drohnen einsetzen. Ihr habt keinen Teleporter, also werdet ihr mir wie wir im Intruder. Ach, das ist eine Drohne, die hier angreift. Dann kämpft gegen ihn. Die Drohne ist eh schwächer, oder? Sehr schön. Und jetzt repariert das Loch. Ne, du musst erstmal raus. Du hast nämlich kein Leben mehr. Und schon habe ich gewonnen an der Stelle. Und nochmal ein bisschen Power. So, du kannst wieder rüber. Du kannst hier raus. Das Oxygenlevel wird ja eh wieder ausgeglichen. So, ja, dann können wir noch mal einen Jump machen, oder? Ach, er kommt direkt zu mir. Dann gehen wir in den Endkampf, sag ich mal, oder? Dann gucken wir mal, was dieses besagte Mutterschiff alles kann. Da kommt's. Ja, sieht ja schon mal wundervoll aus. Vor allem ist das Cloak. Das bedeutet, die erste Ladung werde ich volle Kanne abkriegen. Da muss ich jetzt mal schauen, was passiert. So, zuallererst werde ich versuchen, die Schilde auszuschalten. Aber sie haben wenigstens keinen Teleporter. Da kommen Raketen. Das ist ein ganz schön schwerer Treffer schon für den Anfang. Aber ich habe auch deren Schilde ausgeschaltet. Dann kann ich direkt mal versuchen, hier einen der Raketengeschütze auszuschalten. Aber jetzt ist er erstmal im Cloak wieder drin. Schnell. Ah, jetzt kriege ich wieder Raketen ab. Gut, die stehen schon perfekt im richtigen Abteil. Und eine Rakete trifft sogar. Ich werd bekloppt. Er darf bloß nicht die Schilde reparieren.
die Defense-Drohne wieder starten. Und ich hab's geschafft. Unglaublich. Und so sieht's aus. So endet es dann. Ja, jetzt hat sich das Rebellenflaggschiff irgendwie wegbewegt. Aber ich habe nur einen Teil davon zerstört. Aber es macht nichts. Das macht nichts. Das schaffe ich auch noch. Ah, ich muss aber das Drohnensystem ausschalten. Ah, da kommt schon eine Drohne wieder von dem drauf. Komm durch. Ich weiß gar nicht, ob ich getroffen habe. Ups. Wieder eine Unterbrechung im wichtigsten Kampf der Game Vision 2. Und zwar im Endkampf. Wir werden jetzt einfach versuchen, wieder vernünftig ins Spiel reinzukommen. So, dass ich brauchbar hier reagieren kann. Jetzt hoffe ich, dass ich... Nee, mit der Rakete treffe ich auch nicht. Ich glaube, da ist gerade einfach ein bisschen... Warum kann er so viele Drohnen auf einmal starten? Das sieht sehr schlecht für mich aus. Ich glaube nicht, dass ich hier noch viel bewegen kann. Ah, jetzt sind die Drohnen alle abgezogen, oder? Power Surge Detecting. Ja, jetzt versucht er wieder hier mit 8 Millionen Drohnen mir Schaden zuzufügen, was ja auch sein gutes Recht ist. Und ich krieg lauter Raketen rein. Aber am schlimmsten ist, dass er hier ausgefallen ist. Na komm. Das halte ich nicht mehr lange stand. Ich werde das nicht mehr schaffen. Ich weiß nämlich nicht, wie ich meine Taktik verändern sollte oder verbessern an der Stelle. Ah, Schmerzen. Jetzt kriegen wir voll einen drauf. Ah, das überlebe ich nicht mehr. Jetzt ist die Game Vision 2 auch Geschichte. Ich kann noch versuchen, einmal mit dem Hüllenlaser. Aber der wird vorher nochmal... Ja, das war's. Nein! Ah, das bedeutet noch ein paar mehr Let's Plays. Let's Plays, bevor ich das Spiel endgültig schaffe. Ja, das war das Ende von der Game Vision 2. Wir sehen dann in einem späteren Let's Play, wie die Game Vision 3 vom Stapel läuft und hoffentlich mehr Erfolg hat. Bis dahin, Leute. Bis dann, ne?